Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf YouTube. Heute machen wir mein Rechenvideo. Heute in der Schule. Und zwar ein Freund von mir, der filmt, der andere erklärt. Und ich bin strohdumm. Das wissen wir alle. Ja, ja. Stimmt wirklich. Heute geht es um Volumen. Ist gleich zum Beispiel Meter hoch 3. Das heißt, es sind 3 Längen, die man mal nehmen muss, damit man den Rauminhalt hat. Hier habe ich schon das erste Beispiel geschrieben. Hier 3 hoch, 3 lang und 3 breit ist gleich 3 mal 3 mal 3. 3 mal 3 ist 9 und 9 mal 3 ist 27. Das heißt 27 cm hoch 3 passen in dieses kleine Stück Scheiße rein. Also 27 Quadratzentimeter. Das kann man ganz einfach rechnen. Und zwar muss man Meter, Dezimeter, Zentimeter und Millimeter, wenn man oben rum will, also von Meter auf Zentimeter, muss man mal nehmen. Und wenn man von Dezimeter auf Meter will, muss man geteilt rechnen. Das heißt zum Beispiel, hier mache ich das Beispiel, ein Zentimeter will ich umrechnen auf zum Beispiel Dezimeter, dm hoch 3. Heißt, ich muss 1 Zentimeter hoch 3 mal 1000 rechnen, ist gleich 1 und jetzt einfach diese 3 Nullen dran, glaube ich. 1000 Dezimeter hoch 3. Anderes Beispiel, 1 Dezimeter will ich auf 1 Meter umwandeln. 1 Meter hoch 3 bedeutet 1 Dezimeter ist gleich 0,001 Meter hoch 3. Wo steckt denn jetzt der strohdumme Levin? Wir haben es. Tschüss.